Hallo und willkommen zu einer weiteren gemütlichen Runde Survival Fountain of Youth. Schön, dass du in diesem Video mit dabei bist und vielen Dank an alle, die meine letzten Videos angeschaut haben. Wir haben aufgehört, an unserem Haus weiterzubauen und ich habe nochmal darüber nachgedacht. Ich glaube, 3 ist mir fast zu lang. Wir nehmen den hinteren Teil hier nochmals weg. Ja, die Decke auch. Dann setzen wir hier neu an. Dazu brauchen wir die Außenwände. Wir bauen auf jeden Fall eine Wand mit Tür, dass wir nach hinten rauskommen. Und hier nebendran setzen wir eine Wand mit Fenster. Jetzt brauchen wir die Schrägen. Und auf dieser Seite auch noch eine. Ich glaube, fast so gefällt es mir besser. Ja. So gefällt es mir besser. Es ist nicht so wuchtig, wenn wir jetzt hier vorne mit diesen Säulen arbeitet. Legen wir die hier aufs Fundament drauf. Genau in die Tür rein. Ja, das will ich eigentlich nicht. Ich hätte es gern so seitlich, aber das geht nicht. Machen hier noch Geländer. Hier auch eins. Den Bereich können wir lassen. Und dann können wir hier hinten mit einer Treppe nach unten den Bereich hier vorziehen. Und hier würde ich gern dann diesen kleinen Außenbereich gestalten. Einmal nach oben. So. Sehr cool. Dafür brauchen wir jetzt jede Menge Mats. Richtig viele Mats. Wir schauen mal rein. Die Steine lassen wir hier. Wir gehen auf Erkundungstour. Die Steine raus. Das Baumeisterwerkzeug lassen wir auch hier. Die Säge lassen wir hier. So, wir haben die Obsidianaxt und das Obsidianmesser am Start. Dann nehmen wir 2x Obsidian mit als Reserve zum Reparieren. Das machen wir hier rüber. Die ganzen Blätter können wir auch noch rausnehmen und die Stöcke. Und der Lehm. Ja, jetzt kann ich wieder nicht mehr laufen. Mal den Karren ein Stückle mitziehe. 40 breite Blätter. Also die geht uns nicht mehr aus. Ich muss schon umlagern, weil ich keinen Platz mehr habe. Tierische Dinge haben wir hier unten. Ich habe keine Ahnung, wann er hier abläuft. Aber eigentlich könnten wir ihn verwerten. Genauso wie hier nochmal die Häute austauschen. Es sieht so aus, als hätten wir alle verarbeitet. Was benötigen wir denn für den Dehydrierer? Der Dehydrierer für Lebensmittel. 2 Lianenseile, geteilter Baumstamm, langer Stock und schmale Blätter. Lange Stock. Dann machen wir mal 2 Lianenseile. Und was war's noch? Der geteilte Baumstamm, genau. Da haben wir jetzt keinen mehr hier. Liegt hier hinten noch einer rum. Die Obsidian-Säge aus der Kiste geholt.
Den Dehydrierer können wir eigentlich. Macht es schon Sinn, den da oben zu platzieren? Wir setzen ihn mal so seitlich hin einfach. So rum, wir wollen ja auch rankommen. Alles platzieren und einmal bauen. Die tierische Sehne nehmen wir mit. Schakal-Trophäe, auch sehr cool. Können wir mal gebrauchen. Und dann ist das Obsidianmesser auch schon fast durch. Den können wir nachher in der Hütte aufhängen. Die brauchen wir auch nicht. Wir brauchen Salz für den Dehydrierer, richtig. Getrocknetes Fleisch, Meersalz. Und Meersalz bekommen wir aus Salzwasser, indem wir es abkochen. Es gibt doch hier aber bestimmt auch noch eine andere Möglichkeit. Damit nicht. Wir könnten hier der Wasserdestillator, ein gebrannter Topf und Lehmziegel. Dafür brauchen wir aber die ganze Lehmfarm. Wir tun den jetzt mal auf jeden Fall verbessern, dass uns die Lebensmittel länger halten. Ein Blatt zu wenig. Gut. Die ganzen Lebensmittel halten jetzt etwas länger. Unsere Werte gehen wieder nach unten. Wo haben wir die Karre? Da habe ich doch noch Kokosnüsse. Den Lehm machen wir noch raus. Und dann craften wir uns die Muscheln. Glück gehabt, keine Verdauungsstörung. Noch etwas Wasser. Kleines Nickerchen. Und nun sind wir ready. Und können losziehen mit unserer Karre. Meint ihr, zwei Obsidian reichen? Kommen, wir nehmen drei mit. Für den Fall der Fälle. Wasser haben wir nur genügend. Steinspitzhacke, was brauchten die für die Reparatur? Nur ein Stein. Nehmen wir auch mit. Falls wir nochmal eine Obsidianader finden. Jetzt sind wir aber startklar. Los geht's. Wir schauen kurz auf die Karte. Wir gehen nochmal in den Bereich hier hinten. Da muss es doch nur. Jetzt komme ich gerade auf eine Idee. Bevor ich es wieder vergiss. Zuallererst lassen wir unseren Steinhammer da. Und dann nehmen wir zwei Lianenseile mit. Die craften wir uns noch schnell. Dann können wir auch die großen Bäume hochklettern. Ja, das wird cool. Doch. Das Lager hat schon mal Potenzial. Die To-Dos für diesen Ausflug. Neues erkunden als erstes. Zweitens, wir brauchen Steine. Drittens, kartografieren. Das sind so mal die wichtigsten Punkte. Ein paar kleine Stücke schaden auch nicht.
Jetzt komm her. Boah, der war fies. Alle rüber. Hier oben auf diesem kleinen Stein könnten wir eventuell kartografieren. Vielleicht bringt es uns was. Ja, ein bisschen. Vorsichtig runter. Bereit mache für den Harpienangriff. Hier kommt der Schakal. Wir nehmen die tierischen Sehnen mit und der Knochen. Und weiter kann's gehen. Da vorne sehe ich einen Steinhaufen und einen massiven Stein. Die greift an. Oder auch nicht. Einmal kartieren. Macht es Sinn, ne? Hier kommen wieder Erinnerungen an die Staffel 1 zurück. Okay, hier in dem Bereich waren wir ja. Dann gehen wir jetzt da vorne zu dem großen Baum. Ich nehme jetzt einfach die Schakalhaut auch mal mit. Tatsächlich, ich habe keine Ahnung, was man mit der machen kann. Schlange. Kurz auf, Fuchs. Hilfe. Mehr. Immer schön die Karre mitziehen. So, wir lassen die Karre kurz hier unten, gehen hoch zum Baum.
Schauen, ob eine Schlange in der Nähe ist. Das sieht aber gut aus. Einmal Seil dran. Aus dem Harpiennest nehmen wir jetzt die Federn mit. Wow, jetzt haben wir hier das komplette Gebiet hier hinten. Ein besonderes Objekt haben wir hier unten noch und hier hinten noch weitere. Es liegt direkt hier. Okay, wir gehen runter. Da ist die Karre. Falsches. Ah, langsam. Kein Fallschaden. Wieder ein Kurzohrfuchs. Ach, die können echt nerven. Erst nicht getroffen. Wieder nicht. Glück gehabt. Ich muss hier aufpassen. Genau. Skorpione, ich wusste's. An so Stelle verstecken sie gern Skorpione. Wir nehmen alle drei mit. Die sind für später nützlich. Und was haben wir hier? Das Buch der Jagd. Schießen schaltet Effekt frei, geschrieben von einem der besten Jäger des 14. Jahrhunderts. Es beschreibt die Gewohnheiten der verschiedenen Wildarten, die Jagd auf dieses Wild, die Jagdmethoden und die verschiedenen Waffen, die zum Einsatz kommen. Wir gehen nach da hinten. Oh wow, lauter Schakale. Schade, ich hätte euch eigentlich alle gern später erst geholt, wegen eurem Fleisch, aber so haben wir wenigstens tierische Sehnen und Knochen. Auch gut. Wir können unser Obsidianmesser reparieren. Und dann gehen wir weiter mit unserer Karre auf Erkundungstour. Nochmal einer. Ja, die Richtung ist in Ordnung. Ist weit weg. Was haben wir hier Schönes? Eine reife Kokosnuss. Sehr gut. Teil einer Karte der Einheimischen. Knochenpfeile. Hier bekommen wir Kohle raus. Und hier eine alte Zeichnung. Lied vom Zorn der Sterblichen. Hier liegt noch ein Pfeil. Sehr schön. Lasst uns mal in den Charakter reinschauen. Konzentration. Die Überreste von Tieren. Dich würde ich doch gerne mitnehmen. Dann haben wir es leichter und finden, wie gesagt, die Überreste
Wir schauen auf die Karte. Wir gehen hier links oben weiter. So langsam geht die Sonne unter. Ach, ihr kleinen Füchse, ich will euch doch eigentlich gar nichts tun, aber hier kommt schon wieder ein Schakal. Jetzt wird's Nacht. Ich hätte gern einen kleinen Felsvorsprung oder irgendwas, dann könnten wir dort ein kleines Nickerchen machen, bis es wieder Tag ist. Wir gehen mal Richtung Meer. Mal schauen. Vielleicht finden wir hier irgendwo was unter einer Palme. Wir nehmen die Kokosnüsse mit. Keine Schädlinge. Kein Regen wäre klasse, aber ich kann das hier nicht platzieren. Hier vielleicht? Nein. Glück gehabt. Man darf auch mal Glück haben. So, wir nehmen uns die Kokosnüsse. Wir müssen unsere Werte bereinigen. Sehr schön, und weiter geht's auf Erkundungstour. Wir bleiben auf dem Weg hier am Strand entlang. Hier auf den erhöhten Ball, dann können wir eine Kartierung machen. Kurzohrfuchs, komm her. Okay, er flüchtet. Hier unten haben wir noch Datteln. Ja, hier kommen wir jetzt wieder zu dem Obsidian-Vorkommen. Aber ich würde gern noch erst den Bereich da hinten erkunden. Da waren wir ja noch nicht, oder? Schakale, Kurzohrfüchse, alles voll hier. Tut mir leid. Ne, hier waren wir echt noch nicht. Alles voll mit Krabben. Wie viele Krabben hier rumliegen. Die Kartierung war komplett unnötig. Die hat gar nichts gebracht. Hier auf den Stein vielleicht. Ne. Bringt auch nichts. Wir gehen zurück zum Karren.
Der Bereich fehlt uns jetzt noch und der Bereich hier hinten fehlt auch noch. Hier kommen wir jetzt so zurück, dann müssen wir hier runter vielleicht. Lass uns mal ins Tagebuch schauen. Wir hatten doch die Karte des toten Spaniers. Es gibt hier doch noch ein Lager. Es gibt hier noch ein Lager. Es müsste doch dann eigentlich hier irgendwo in dem Bereich sein. Wir gehen nach rechts weg. Ja, aber hier waren wir. Den Bereich haben wir erkundet. Was ist denn hier? Dieser ganze Bereich. Lass uns mal da hoch. Eventuell können wir da eine Kartierung machen. Ein bisschen was ist dazugekommen. Haben wir hier? Besonderes Objekt. Die Richtung passt. Könnte das das Lager sein? Jawohl! Das Lager des toten Spaniers. Schlange, ich höre dich. Aber sehen tue ich dich noch nicht. Karte eines Bergpfades. Diese Notiz wurde von den Spaniern hinterlassen, die die Insel lange vor uns besuchten. Das Bild zeigt einen Bergpfad und die Stelle, an der sie ihren Freund verloren haben. Es sieht so aus, als ob sie ziemlich hoch in den Bergen geklettert. Als ob sie ziemlich hoch in den Bergen klettern konnten. Jetzt haben wir es. Von der Karte her, das ist das Observatorium. Das wäre ja dann... schon hier in diesem Bereich irgendwo. Ja. Das kommt hin. Was haben wir hier drin? Leider nichts. Ein Rezept für Beerenkompott. Hier haben wir noch was. Tafel eines verlassenen Lagers. Wie gesagt, ihr könnt an dieser Stelle gern pausieren und euch den Text durchlesen. Hier liegt ein Spanier begraben. Großer Ast, Lianenseil. Ja, ich glaube, wir haben dann alles hier auch schon gelootet. Da ist sie. Wäre dieser Bereich auch abgeschlossen. Wir gehen weiter hier entlang. Ein Wildschwein. Wir nehmen den anderen. Komm her.
Du bist auch gleich fällig. Tierische Seen. Was können wir denn nochmal mit den Innereien machen? Ich glaube auch nur braten. Aber die Wildschweinhaut, das tierische Fett und das rohe Fleisch. Wirklich schade drum. Skorpion greift an. Wir nehmen die frische Haut noch mit. Die schmeißen wir nachher auf jeden Fall wieder raus. Die brauche ich eigentlich gar nicht. Und so langsam sind wir dann auch schon wieder überladen. Ich wollte mir diesen Bereich hier nochmal anschauen, die Höhle. Ja, ihr Lieben, ich habe eben mal auf die Uhr gespäht. Wir sind leider schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich auf die nächste. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.